Markus darf immer den ganzen Stream anschauen, 2 Stunden seines Lebens damit verbringen, das alles anzugucken und dann da versteigen. 2 Stunden seines Lebens. Ich will anmerken, es sind 4 Stunden. Nice. Willkommen bei einer neuen Folge. Ich glaube, wir kümmern uns heute um Blecharbeiten. Ja. Hat Henry zumindest gesagt. Ich glaube eher, dass der Henry wieder viel arbeiten muss, weil ich leider auch wieder die ganze Zeit nur am Arbeiten bin. Da hat er seinen Angestellten jetzt dabei gehabt und hat gesagt, mach mal, ich komme dann wieder und werde das Ganze dann dokumentieren und wir überlegen uns dann irgendeinen Scheiß, was wir da in die Kamera reinlabern. Das war letzten Endes, glaube ich, mal so der letzte Take. Ich würde sagen, sollen wir mal das Blech reinholen? Ja. Ich hole mal das Blech. Machen wir das Blech? Wir haben hier mal die Bleche. Ich weiß nicht, also ihr seht das dann sicher. Ich hoffe, der Marco schneidet das alles so schön fein rein. Der beste Mann ever im Hintergrund. Der beste Mann ever, der die Videos schneidet. Auf jeden Fall haben wir das Problem gehabt, dass die Bleche viel stärker sind, also die Zubehörbleche sind viel stärker als die Originalbleche. Ich glaube, die Originalbleche haben 75, oder? 0,75, glaube ich. 0,75. Müssen wir mal messen, aber die haben jedenfalls sich über 1,2. Ja, 1,2 mm auf jeden Fall. Und jetzt war das Hauptproblem, dass das Ding sich halt komplett verzogen hat. Also die Grundform hat nicht gepasst und ja. Immer beim Festschrauben hat sich das dann verzogen. Oder ging gar nicht fest. Und dann haben wir noch das Problem gehabt, okay, wollen wir jetzt den Scheiß festschrauben? Und hatten dann halt eben das Problem, dass das Blech so stabil ist und wenn du das dann verdrückst und so weiter. Und das soll ja passen, weil das Ding kommt ja zum Lackierer. Das ist dann der nächste Step. Ja. Und wenn wir die Anpassungsarbeiten nach dem Lackieren machen, dann können wir es nochmal lackieren lassen. Und da war jetzt das Problem, dass es eben komplett verspannt ist, sich nicht biegen lassen hat. Und dann haben wir eben mit Feuer und Flamme die Spannung rausgenommen. Ist sie erstmal heiß, dann kann man sie auch führen. Gibt den Luder immer Puder. Genau. Aber auf jeden Fall. Es hat funktioniert. Ja. Wir haben jetzt die Bleche angepasst. Mehr oder weniger. Ich hab gestern Henry und dein Schwager. Mein Schwager, genau. Schwager. Er ist ja Industrie. Industriemechaniker, gelernter. Und der hat gestern eigentlich da ziemlich mit richtig gut angepackt und die ganze Sache da mit in Form gebracht. Wir haben auch eine ganze Zeit gebraucht, um das Ganze anzupassen. Richtig, also hinten ging es ja relativ leicht, weil wir da das Problem ja nur in einer Wölbung hatten. Nur vorne ist halt das Problem, man bekommt die originalen Bleche quasi zu kaufen. Aber das Problem ist, die Grundform an und für sich passt dann nicht, weil das Blech, was original ist, ja viel dünner ist und es lässt sich viel leichter biegen. Und da haben wir halt das Problem gehabt bei dem anderen, wie kriegen wir das eigentlich letzten Endes hin, dass das Blech, was vorne an der Front dran ist, sozusagen passt. Passt. Ohne dass man es quasi danach hat, dass der Lack dann reißen würde mit allen drum und dran. Und das mussten wir wirklich gestern, das können wir auch mit einspielen in den Ganzen, das mussten wir gestern echt mit Hitze dann nachher letzten Endes bearbeiten. Dass die Spannung rausgeht. Also war dann einfach, wir haben hier, seht ihr das? Also alles, was jetzt sozusagen flambiert ist, ja. War sozusagen Feuer, dass wir das Ganze anpassen haben können, dass das Ganze drum halt ohne Spannung montiert werden kann, weil es einfach unmöglich ist, den Scheiß dann zu montieren. Wir haben auch eins gemacht, wir haben die Bohrlöcher, die was überall drin sind, oder die Schraublöcher, was überall drin sind, die haben wir jetzt ein bisschen größer gemacht, auch vor allen Dingen beim Blech. Beim Rahmen haben wir jetzt selber nichts machen müssen, aber beim Blech haben wir schon machen müssen, dass man, wenn der Lackierer drüber geht, der wird ja das Ganze noch füllern. Natürlich sind die Löcher dann auch ein bisschen kleiner vom Lack her, weil er da ein bisschen abnimmt. Und das, glaube ich, funktioniert jetzt ganz gut, dass wir jetzt ein 7er-Loch jetzt hergenommen haben zum Aufbohren. Und somit können wir auch mit den Schrauben jetzt besser orientieren und ja, zum Festmachen. Zum Festmachen ist es halt besser. Es geht halt vor allem hauptsächlich darum, dass halt, wenn das ganze Teil dann komplett lackiert ist, dass wir es nicht kaputt machen. Weil wenn wir dann die Biegearbeiten und dann nochmal abplatzen mit den ganzen Schrauben, also wenn die Gewinde... Wenn die Gewinde an dem lackierten Teil mit rumnorgeln oder so, wie es gestern gelaufen ist, haben wir halt ein Problem. Und deswegen haben wir jetzt gesagt, okay, wir machen da größere Löcher rein, nehmen die Spannung mit Feuer aus dem Blech raus, biegen das ganze Klump zusammen, haben wir das so
montiert. Ja. Ich sag mal, den Po haben wir eigentlich relativ zügig durchziehen können. Das waren jetzt, sagen wir jetzt eine Stunde, nicht ganz eine Stunde. Da war man gut, war man zu dritt. Ja. Werden uns dafür entscheiden, dass wir gesagt haben, was waren es, 27 oder irgendwas um die 30 Schrauben, die werden wir ändern. Das werden wir auf Imbus. Ja. Imbus machen, ja. Überall, wenn wir jetzt was drunter legen, werden wir auch noch Beilagscheiben und quasi kleine Gummis noch mit einbauen, dass das Blech nicht quietscht und knarzt, weil ja. Das, glaube ich, nochmal so eine Sache ist, dadurch, dass du ja doch Vibrationen drauf hast. Was wir jetzt noch haben, sind die Kotflügel, die wir noch zuschneiden genau. müssen. Ja. Die Kotflügel schneiden wir noch zu. Angepasst haben wir ja jetzt letztens auch den Schirm, den Lampenschirm. Genau, den haben wir jetzt auch. haben wir ja den Lampenschirm, da habt ihr ja vielleicht schon das Reel gesehen auf Instagram, wo wir das dann schön BG-konform zugeschnitten haben mit Schutzbrille. Macht das nicht zu Hause nach, das mache ich, weil das mein Risiko ist. Zu Hause bitte immer Schutzbrille tragen und Handschuhe und wenn ihr lange Haare habt, auch eure Haare schützen. Genau, und alle, die nochmal meinen, dass es keinen Hygomatenmotor bei der Schwalbe gibt, gell? Es gibt tatsächlich einen. Es ist halt so. Und auf jeden Fall haben wir den Schirm, natürlich. Ist noch nicht fertig. Ist noch nicht fertig, gehört noch angeschliffen, aber wir cleanen den komplett. Dass man da sozusagen, hier war der Deckel drauf, der originale Deckel, der war halt... Der genau. hatte diese Löcher drin für die Scheibenspritzanlage. Genau. Und ursprünglich ist ja wirklich die Maske wirklich von der Schwalbe übernommen worden, bloß mit einem Zusatzloch, was quasi noch drin ist, weil ja der vom Spritzwasser. Das Ding noch mit drin ist und dann kommt halt einfach bloß oben eine Abdeckung und das haben wir jetzt wirklich so gemacht, dass das jetzt eine flüssige Form ist oder schlüssige Form ist. Wir keinen Scheibenwischer verbauen und das dann letzten Endes so, ja, denke ich mal von der Form optisch halt schöner aussieht. Optisch sieht es dann besser aus. Ja. Ja, zum Thema Blech, ja, wir machen noch die Kotflügel, da ist nicht viel dabei, wir kürzen schneiden wir die ab, die kürzen wir, da, weil das Ding tiefer wird, machen wir sozusagen 10 cm nehmen wir Flex-Kotflügel. Und dann hat man, ja, das hatte ich ja mit meiner Simson. Ich fand das schrecklich, mein Flexcode-Flügel. Aber wir machen es beim Henry auch gerne, weil ich glaube, der Henry, der hat das Bild schon live vor Augen, wie die Simson dann dasteht. Das ist keine Simson. Ja, Krause-Duo. Für den Chris werden wir es so machen. Wir werden ihm einen Aufkleber dann hinten drauf machen, wo dann wirklich noch steht Simson. Auf jeden Fall würde ich sagen, die Folge machen wir jetzt Schluss. Blecharbeiten haben wir gemacht. Das ist soweit fertig. Ich glaube, der nächste Step, ihr werdet es vielleicht schon sehen, der Rahmen ist schon grundiert. Design. Der nächste Step ist, welches Design werden wir machen? Welche? Da haben wir uns schon über 25, 52 Wochen jetzt Gedanken drüber gemacht. Also das ist dann in der nächsten Folge, wo wir dann drüber sprechen, okay, die Blecharbeiten sind jetzt gemacht, die ganzen groben Blecharbeiten sind fertig. In welches Design werden wir jetzt gehen? Was werden wir dann beim Lackierer machen, bevor es zum Lackierer geht? Und ja, was machen wir sonst noch an Änderungen? Also wird er noch technisch auch noch ein bisschen was geben, was anders gemacht wird? Fahrwerk haben wir schon angeschnitten, würde ich sagen, das erklären wir auch in der nächsten Folge. Da kommt übrigens, glaube ich, noch eins noch zwischendurch, das haben wir jetzt noch nicht fertig, weil wir die Spannschlösser noch brauchen, also da brauchen wir die M12 Spannschlösser, die müssen wir noch machen, können wir noch ein bisschen was mit rein tun. Ja, das machen wir dann bei der nächsten Folge. Ich würde sagen, danke fürs Zuschauen, ich hoffe, ihr habt bis hierhin geguckt und lasst einen Kommentar da, wie ihr das Projekt findet, ob wir noch was besser machen können. Und würde mich freuen, wenn ihr euch die nächste Folge reinzieht. Und ich wünsche euch... Danke fürs Gucken. Danke fürs Gucken. Schönen Sonntag euch. Bis dann. Tüdelü. Tüdelü.